Stuhl doch einfach rüber ans Stück. Ja, aber das Ding ist doch. Mann, hier, warte, das war doch das Stück. Ach so, dann verbinde ich das jetzt damit. Oder? jetzt fehlt uns schon wieder ein Meter, ne? Ja, wirklich. Jetzt haben wir abgesperrt für den König von uns zu zieren. Ja, kannst du ihn reinnehmen, ne? Meint, das reicht? Er hat ziemlich zugenommen, ne? Nicht sauer werden. So, du bist jetzt mal so ein Hallo sagen. Hey, wo sind wir denn? Hey, oh, jetzt geht das schon. Also das Open Flair-Ding ist wieder, ey. Jetzt geht das wieder. Ich muss erst alle Brille aufnehmen. Hallo! Hallo, Freunde. Wir sind heute auf dem Hurricane 2023. Und wir gucken einfach mal, was so geht, oder? Wir schmeißen in den Club mit Lights. So, ich zapfe mir mal ein Bierchen. Komm mit. Oh, sexy. Wir sind so reich. Hey, Dave. Keine Ahnung. Dave, wie heißt dieses Arsch am Arsch weg? Gibt es da einen Namen für? Warte mal. Man muss darauf achten, dass das Bier reinläuft und die Krone zwei Finger breit ist. Im besten Fall. Oh, ist sogar gut geworden. Guck mal. Kriegt da mal so ein Blubbi von, weißt du? Du musst da so ein Kuh mit so einem Möhr drüber. So ein Muh drüber. Das Muh-Geräusch. Zeigen wir euch später. Das zeigen wir euch später. Okay, wollen wir? Das ist noch zu früh. Okay, komm mal. Okay, einmal. Klasse, oder? Okay, wollen wir? Super. Egal. Bitte nicht. Nein, das nicht. Die Melkmaschine soll, glaube ich, auch ein bisschen öfters dran. Mal gucken wir mal. Hallo. Moin nochmal. Wir sind jetzt gerade auf dem VIP, wie nennt man das? Was sagt ihr? Sagen wir VIP Campingplatz, genau. Wir haben jetzt ausnahmsweise mal die Red Stage direkt vor uns, so ungefähr 200 Meter, glaube ich, oder? Wie viel sind das? Bestimmt. Ja. Okay, 200 Meter. Gucken wir mal, was da heute passiert und morgen. Heute gar nichts. Heute gar nichts. Wir haben Donnerstag geblitzt. Ja, guck mal, was morgen passiert. Ne? Aber die ist schon nah dran. Ne? Also das ist, da kann man ruhig mal hinfilmen. Mach jetzt so einen Schwenker, ja? Mach mal einen Schwenker. So, bist du bereit? Warte noch nicht, da steht ein Bus. Okay. Soll ich jetzt einen Schwenker machen? Schwenker und hoch. Jetzt? Hoch? Jetzt. Okay, warte. Ja, so was sieht man nicht. Das ist doch kacke. Scheiße, da musst du gleich einen Cut machen und dann nach vorne nochmal. Aber wir laufen jetzt gerade 3 Minuten, glaube ich. Ja. Also könnt ihr ungefähr abschätzen, wir sind jetzt 50 Meter von unserem Camp entfernt. Kann ich jetzt Schwenker machen? Ich bin jetzt schon aus der Puste. Kann ich jetzt einen Schwenker machen? Warte. Jetzt? Hi moin, ich bin Danny. Und ich bin auch dabei. Ja. Ja, war super. Na, guck mal, schau, das hat ja richtig gut geklappt. Ich habe mit Katrin mal ein bisschen mehr zu tun gehabt. Und ich habe ihm mal ganz, ganz viele Adidas-T-Shirts geschenkt. Ja. Und da habe ich damals telefoniert, glaube ich, oder so. Scheiße, stimmt. Und dann hat sie mir das Telefon gegeben und hast mich gefragt, ey, du hast nicht geil Shirts. Stimmt, ich wollte immer die Shirts abgreifen. Und dann habe ich gesagt, ich will Kleinanzeigen, Digga. Stimmt. Das war die Pointe, also ist vorbei jetzt. Okay, habt ihr jetzt drauf, aber ist egal. Muss ja nicht jeder mit. Das ist der kleine Lifehack hier zwischendurch. Okay, tschüss. Heurig, Leute. Wir sind jetzt gerade mal 5 Minuten gelaufen und schon auf der Red Stage. Guckt euch das mal. Okay, wir sind 2 Minuten gelaufen. Wenn du jetzt einen Schwenker machst, ja, dann siehst du die Red Stage. Heureka, oder? Genau. Total. Das ging relativ fix und wir sind direkt da vorne. Ja, also ich. Da? Da, weißt du? Da, ja. Also, ja. Wo wollen wir überhaupt hin? Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen schlendern. Ja. Wir besuchen jetzt eine Freundin. Ja. Hallo Jenny. Und hoffen, dass wir die finden. Das ist halt immer so ein Ding mit dem Empfang. Weil ich halt bei Vodafone bin. Weiß nicht, gab es hier schon mal einen Vodafone-Mast? Weiß ich nicht. Nee. Also auf jeden Fall bist du gut aufgestellt, wenn du ein Telekom-Netz hast. Ja. Und du bist du. Überall. Genau. Und, deswegen bieten sie ja auch immer Allnet-Flat an. Für einen günstigen Preis. Genau, und jedes Jahr kriegst du 500 GB mehr. Wow! Kannst du nicht nutzen. Genau.
Das ist so der Punkt. Auf jeden Fall versuchen wir die jetzt zu finden. Ich mache gleich nochmal den Standort an. Und wenn wir sie dann gefunden haben, dann trinken wir dann ein Bierchen zusammen. Ich habe jetzt gerade noch mein Vino auf Eis. Und dann ist cool. Gucken wir mal, was der Tag noch so bringt, ne? Okay, okay. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo, moin. Wir haben es jetzt 16 Uhr, glaube ich. Ne, 16.20 Uhr so. Ruhe übrigens. Dankeschön. Bitte. Wir machen jetzt gerade einen Boxenstopp, weil Dave pissen muss. Wir sind immer noch auf der Suche nach Jenny. Wenn wir sie gefunden haben und achso, hallo. Na? Hey. Weißt du eventuell, wo ich Zigaretten herbekomme heute? Hallo, hallo, was geht? Weiß ich auch noch nicht ganz genau. Ich auch nicht. Cool. Die ist vom letzten Jahr, wa? Vielleicht. Bist du seit letztem Jahr hier? Ich weiß nicht, wie man nach Hause kommt. Kannst du mir sagen, wie man nach Hause kommt? Nee, bleib ruhig hier. Alles ja, gut. Hast du was für mich? Eine Kippe? Ein Bier? Hallo, hallo. Haben Sie was für mich? Wie kann man wieder nach Hause gehen? Also für den Donnerstag bist du uns allen eine Nasenlänge voraus. Richtig. So, und jetzt muss ich mal eine kurze Pause machen, weil mein Tamagotchi vergiftet ist und ein Häufchen gemacht hat. So, da verschwindet das Häufchen. Jetzt sind wir glücklich. Und was war noch? Eine Spritzewoche, ne? Siehst du? Der Pinguin ist glücklich und ich bin glücklich. Da geht's. Trolle! Was ist denn los? Das war eine 10. Ich habe sogar hier mit. 20 oder was? Wie heißt das hier? Guck mal auf meine Füße. Wie heißt das? Telemark. Genau. Ah ja. Skispringen. Ah ja. Oh, das habe ich schon. Hier ist so ganz schön windig, du. Verstehst du mich denn durch den Wind? Ja, ich denke schon. Okay. Wir müssen jetzt in 10 Metern rechts. Ja. An der Bierflagge links. Ja. Dann 100 Meter geradeaus. Ja. Dann zünden wir unsere Kippe an. Ja. Und dann sollten wir, glaube ich, da sein. Okay, cool. Wo sind wir, verfickte Nummer Scheiße? Also theoretisch hätten wir vor 400 Metern rechts abbiegen müssen. Aha. Wir versuchen jetzt über den Zaun nicht zu klettern, aber wir versuchen jetzt einen Eingang zu finden. Stellt sich schwieriger heraus, als es ist. Die Landluft. Die ist es. Landluft, okay. Ja, ja. Fertig. Alles klar. So, aber ich vermute, dass da vorne gleich ein Eingang sein wird. Mhm. Deswegen machen wir Folgendes. Was vermuten Sie also, ja? Kriege ich hier etwa Gegenwind? Werde ich hier, einen Rückenschuss von meinem Team oder was? Ja, auf keinen Fall. Von mir sowieso nicht. Weil ich den wegen dir hab. Vielleicht muss ich zugeben, wir haben uns ein bisschen verfranst. Mini bisschen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir kommen hier gleich rauf. Wollen wir mal ganz kurz hier stehen bleiben, meinte, dass wir wirklich, wenn wir hier weiterlaufen, dann einfach mal raufkommen. Ja. Und wenn ich vielleicht die erste Jahr gedacht hätte, vielleicht zurückgehen. Nein. Ich war mir mein ganzes Leben noch nicht so sicher, dass wir hier raufkommen da vorne. In deinem ganzen Leben noch nie so sicher. Ja. Offen Bier. Okay, dann tappe ich hier nachher eins vielleicht. Also hab einfach Vertrauen. Hab Vertrauen in die Strecke, hab Vertrauen in mich. Kann ich darauf vertrauen, dass wir noch nicht hier retten? Also das ist wahrscheinlicher, als dass wir den Eingang finden, aber ja. Also ich will jetzt nicht unbedingt was sagen, ne? Aber irgendwie sind wir leicht vom Wege abgekommen. Nein. Also, um das mal kurz klarzustellen. Im Grunde ist der Weg das Ziel und ich finde es schön, dass wir einfach so einen kleinen Spaziergang zusammen machen. Und, ja, aus 1 Kilometer sind gerade 3 geworden. So, ich kann es euch ja sagen, es gibt keinen Eingang. Ich wollte eigentlich nur mit euch ein bisschen spazieren gehen. Ist das okay für euch? Dann sagt es doch einfach. Wir gehen doch auch gerne mit euch spazieren. Ja, Gott, bitte mach das nicht rein, ey. Nein, aber ich glaube wirklich, da vorne ist der Eingang. Weil Junge, Alter, wo siehst du den Eingang? Weil da überall Autos stehen und so ein Laternengedöns. Du, hier stehen auch Autos. Ist hier irgendwo ein Eingang? Nein. Nee, das ist ja Parkplatz. Das hier ist, Soll ich mal gucken, ob wir den Zaun hochgedrückt kriegen ein bisschen und dass wir da durchrollen? Oben drüber. Und einfach quer für den Garten. Zack, lange, dann mal ein Hurricane. Nein, wir machen Daves Idee. Wir heben den Zaun hoch und rollen uns unter durch. Wollen wir probieren? Weiß nicht, lass mal lassen, oder? Hallo, ich schon wieder. Also, dann kurz, was haben wir uns denn? Verfranst, ne, würde ich mal sagen. Verfranst, ja. Aus 10 Minuten wurden mindestens. Genau, also theoretisch sind wir jetzt nochmal dieselbe Strecke gelaufen, die wir hätten gebraucht zum Ziel. Und laufen gleich nochmal 8 Minuten. Aber dann ist es soweit. Dann haben wir es geschafft. Und dann können wir uns auch hinsetzen und erstmal Sutro Piano machen. Cool. Oder? Und gehst du mal pissen? Mach das. Kannst du meine Kamera halten? Ja, warte.
So, okay. Wo nehme ich auf? Ich mache jetzt mal aus. Sehr gerne, können Sie. Was ist mit dir? Sind wir damit auf die Toilette? Ich kann dir sagen, das ist nicht sehenswert. Nicht? Nein. Ach, komm, so nicht. Ich wollte jetzt eigentlich hier so... Das ist so nicht schlecht, oder? So filmen. Also noch geht's da drin, aber... Schwieriger da. Ich komme dann Sonntag wieder. Nein. So, ich gehe jetzt da rauf und mache jetzt die Kamera raus, ja? Sorry. Alles gut. Okay, kannst rein. War super. Danke. Tat's gut, ja? Ging schnell, ungewöhnlich schnell, aber ja. Tricks also, ja, jetzt weiß ich alles. Genau. So ist die Filmbranche, ja? Okay. Ich mache das ja Zauberer, aber ist gar nicht so. Kurzer Zwischenstopp, vertraut ihr mir noch? Immer. Okay, das heißt, wir müssen jetzt den Gang links rein und dann 200 Meter links. Den großen. Nicht, dass ihr hier rauszieht. Nein. Ich nehme mal kurz das Navi an, was Navi sagt. Sind wir da zwischen den Roten und... Wir sind richtig. Also ich will mich wirklich nicht beschweren. Also ich bin froh, dass wir hier gelandet sind und ja, da sind. Aber guckt euch mal diesen Stadionrasen an. Im Vergleich dazu haben wir insgesamt, glaube ich, 2,5 Meter Grashöhe bei uns auf dem Platz. Es sticht, es kratzt, es... Es kribbelt. Ich habe auch schon richtige Wunden. Ja. Im Schritt. Ja. Schürfwunden haben wir. Ja. Dave hat sich den Knöchel verstaucht, weil das Gras so hoch ist. Ja. Also, es ist eine Tortur. Es wollen wir noch so eine Plus- und Minuspunkte einblenden? Ja, bitte. Muss ich das links oder rechts machen? Ja. So, hier so. Hier so? Also pro Rasen oder pro... Also pro Hurricane und minus Hurricane. Also ich mache für euch erstmal kurz eine Pro- und Kontraliste. Ja. Heute ist Donnerstag, der 16., 17. Juni. Meinst du? Weiß ich nicht. Was haben wir denn? 15. Was? Das ist der 15. Okay. Heute ist Donnerstag, der 15. Juni. Erster Tag Hurricane. Pro Hurricane. Alles bis auf minus Hurricane Rasen. Nicht gemäht. Dickes, fettes Minus. Und Zigaretten. Wir suchen Zigaretten auf Kram. Ihr wisst, wie wichtig Zigaretten sind. Genau. Ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Wir müssen jetzt mal kurz einen Cut machen, weil ich das Navi anmachen muss, bevor wir uns noch weiter verfranzen. Das ist einmal ein großes Problem. Bis in die Ewigkeit. Aha, okay. Ich will immer mehr oder nicht? Keine Ahnung. Nein, okay. Wollen wir links vorbei oder rechts vorbei? Wir müssen ja. Was hast du denn? Ich vertraue dir blind. Scheiße. Wir gehen rechts und dann links. Dann los. Ja. Wir sind auch hier angekommen, okay. Halber Marschweg für diese Umarmung. Ja, klar. Gibt's hier diese Ballonmenschen hier holen? Mit dem Ketten? Ja, ich hab's gerade schon gesehen. Oh, okay. Hallo! Da bin ich wieder. Haben wir unser Ziel erreicht? Zwischenstand, ja, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben alles mit Umständen. Nee, wie heißt das? Videobomb. Hallo. Oh, Videobomb. Wir haben alles mit Umwegen erreicht. Ja. Also theoretisch, ihr könnt ja mal kurz gucken. Wir hätten gecampt irgendwo da vorne und sind einmal um den gesamten Wohnplatz gelaufen. Das heißt, statt 10 Minuten sind wir ungefähr 30 gelaufen. Ja. Nee, Stunde 40? Boah, sagen wir 14 Minuten. Aber es war ein schöner Ausflug, ja. Alle haben Spaß, wir sind näher zusammengekommen und sind jetzt alle so. Von daher war das ein voller Erfolg und wir gehen jetzt erstmal zurück. Dann machen wir uns frisch, zapfen uns ein Bier und dann... Zucker, mach zu Berlin! Genau, und dann gehen wir ins Zelt und gehen ein bisschen steppen. Ja. Kommt doch mit! Hallo! Hey, da bin ich wieder! Aber ich hab dieses Jahr verkackt, gratulieren! So. Achtung, der war verkackt und ich muss mal kurz dem Feuerwehrwagen reichen. Wollten wir nicht anhalten oder was? Bitte? Wollten wir nicht eigentlich irgendwie zurück und wir rennen jetzt wieder irgendwelchen Wegen hinterher? Gar nicht, guck mal. Da sind wir. Bitte vertrau Jessica kurz, guck. Da sind wir, da müssen wir hin und wir laufen zumindest schon mal in die richtige Richtung. Siehst du? Mal links, aber wir laufen richtig. Da ist genau. Die Spitze! Dann let's go, würde ich sagen. Also wir haben jetzt nur noch 100 Meter vor uns. Ja, genau. Wollen wir das Ding noch auf? Ja, das liegt auf unserem Weg. Auf dem Festival herrscht Liebe und Leidenschaft und Gemeinsamkeit für alle. Vielen lieben Dank. Dann sehen wir uns für die Empfehlung. Ja, bitte. Ciao. Ich weiß, ein Wort war falsch von mir. Das mit Gemeinschaft. Dankeschön. So, guck mal, jeden Tag eine gute Tat und
Heureka! Ja, wir hatten eben einen kleinen Zwischenfall und da gab es einen Boxenstopp bei zwei jungen Menschen, die hatten Probleme mit ihrem Bollerwagen. Das war der Amazon-Bollerwagen für 40 Euro. Den Fehler macht leider jeder Zweite hier. Auf Acker und auf Watt kannst du damit nicht fahren. Das ist das Problem. Man lernt aus Fehlern. Boah, das aus meinem Mund, ey. Das aus meinem Mund. Naja, auf jeden Fall haben wir da kurz geholfen. Leute angesprochen, dass sie halt ein bisschen Gewicht abnehmen und ein paar Sachen tragen. Und hoffen, dass sie jetzt noch einen guten Campingplatz kriegen. Und hoffen, dass sie ein schönes Wochenende haben. Ich muss pinkeln. Das muss ich haben, auf jeden Fall. Warum hat denn das Zugriff her? So, Leute, wir haben es jetzt noch 4 Stunden zurück zum Camp geschafft. Wir haben eigentlich die Erwartung gehabt, dass wir mit Acid Techno geweckt werden, beziehungsweise willkommen geheißen werden. Aber es läuft Tokyo Hotel. Doch das Kind ist nicht von dir, Martha. Guten Morgen. So passiert. Genau, guten Morgen. Wir haben es jetzt 8.55 Uhr. Schön, dass du mich damit wächst, Digga. Scheiße. Wann wächst du? Machst du nicht mal Pendel, oder? Ich und Mackentum und Dave sind jetzt vor einer halben Stunde wiedergekommen. Sind ein bisschen versackt. Dennis schläft jetzt gerade im Wohnmobil, Dave im Zelt. Ich sitze hier. Wir schnacken gleich nochmal. Ja, hallo Leute. Heute ist Freitag, der 17. Ne, lass mal heute. Okay, ja, der 16. Juni. Die Sonne setzt einem zu. Man ist müde, man ist groggy, man ist geschafft. Aber theoretisch geht das Hurricane ja gerade erst los. Deswegen machen wir nochmal kurz auf Vollgas und schalten in den ersten Gang und Heureka, let's go, Alter. Oh, was machst du jetzt da gerade? Ich schenke mir jetzt gerade kurz Eiswürfel ein und ein Piccolo. Und du vielleicht den Kühlschrank vorstellen? Ja, genau, das gute Perlenbacher. So wie ich es mitgekriegt habe, 23 Cent die Dose. 22. 25 Cent die Dose, das heißt Fun-Piraten, Heureka, let's go. Ey, mit diesem Heureka habe ich es irgendwie, ne? Ja, was haben wir denn noch? Wir haben Cola, Jim Beam Cola, wir haben gesalzene Butter, wir haben Milch, wir haben Erdbeermarmelade, wir haben Sonnenmilch. Ist übrigens nicht die richtige, die originale oder die richtige, die nach Sommer riecht und auch sich so anfühlt, ist die von Nivea. Das weiß jeder. So, Nivea, hit me up. Ich bin down dafür. Alter, apropos, ne? Ich habe mir mit diesem scheiß Öl hier eingerieben. Es trocknet, ey, es trocknet nicht ein. Und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie werde, ey. Was ist? Ich bin hier einfach so, hallo. Hallo. Tschüss. Bitte geh. Dich auf die Socke. Denn der Mäuse Detektiv löst jeden Fall. Dill, der Mäuse-Detektiv, auf jeden Fall. Ja, Leute, wir haben heute Freitag und die Situation oder die Stimmung ist ungefähr so, wie Pepper Pig sich gerade fühlt. In diesen Augen, also, gucken wir mal, was später noch passiert, oder? Ja, Freunde, heute ist Freitag. Ne, das hatten wir schon, ne? Ja, wir nehmen aber jetzt mal heute in den Tag rein. Gucken wir mal, was passiert. Wilke ist heute gekommen. Willst du noch eine Weisheit sagen? Ich melde mich gleich. Achso, genau. Warte. Ich habe ja meine Million-Dollar-Notiz-App hier. Ja. Mit den ganzen coolen Sachen. Die 6 kann auch eine 9 sein. Achso, hallo. Oh Mann, ey. Ich hab den Block schon wieder ganz vergessen. Ja, wir sind immer noch beim Freitag.
Das ist dementsprechend cool. Genau, yay. Aber jetzt haben wir schon wieder alle verloren, ey. Scheiße. Aber Klassiker. Aber geradeaus weiter. Aber dafür würde es ein Lifehack geben. Das ist eine Million-Dollar-Idee von mir und Trinkerhut. Boah, Alter, kannst du mich lauter sagen? Ich wurde gerade mit 400 Dezibel ins Ohr geschrien. Weiß nicht, irgendeinen Namen habe ich reingeschrien gekriegt. Hab gesagt, hey, oh, das tat vielleicht ein bisschen weh. Also, ne, hab ich mir gedacht. Hab gesagt, hey, kannst du vielleicht noch ein bisschen lauter reden? Dann kriegst wirklich jeder mit. Dann sagt sie, ja klar, kann ich machen. Wie wär's denn, wenn du einfach nicht zum Festival gehst, wenn du keine Lautstärke verträgst? Sorry, also wenn du das siehst, ich hab dich trotzdem lieb. Good vibes only. Love, peace and harmony. Ja, love, peace, harmony, Friede, Freude, Eierkuchen. Mal kurz an die junge Dame, die mir das Trommelfell rausgeblasen hat quasi. Jeder weiß jetzt, wer Miriam ist. Und nur so Safety First mäßig halte ich an die Million-Dollar-Idee, hallo, die ich und Trichterhut haben. Bind dir einfach ein Absperrband mit deiner Freundin. Bind dir das einfach an den Arm und dann verliert ihr euch nie. Das ist ein todsicheres Ding. Und das ist ein todsicheres Ding und irgendwann. Nee, das war's. Das war's. Das war's. Oh Gott, ey. Miriam! Oh Mann, ey. Hallo Leute, es ist immer noch Freitag. Wir holen jetzt ein Bier. Wilke ist jetzt gerade mit dem Kumpel kurz weg. Austreten, sagen wir das so. Wir beide holen uns jetzt ein Bier, stellen uns in die Sonne und kriegen Hitzeschlag und warten weiter. Heureka. Schön die Frisur, Alter. Ich wünschte, ich könnte Vokuhila tragen. Es gab doch mal eine Zeit irgendwie, war das jetzt 2005, 2006 oder so? Aber dann glaube ich mal. Vokuhila ist so ein Ding, ne? Da war das dann irgendwie so eine Modeerscheinung oder so, keine Ahnung. Aber ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das, Ey, du hässlicher. Was wollen Sie von mir? Ey, entschuldigen Sie, Sie belästigen mich, das ist eine Straftat. Haben Sie überhaupt Recht an meinem Bild? Ist der neu oder gehört zu uns? Achso, der gehört zu uns. Achso, hallo. Hallo, Ruhrloch oder was? Ach, Ruhrfort, okay. Ist das Weihnachtsbürgergeld? Entschuldigung, ey, das war klischee-mäßig. Hab ich. Ja, wir tun so ein bisschen rum hier. Wir holen uns ein paar Bierchen und gucken mal. Ja. Wollen wir uns ein Bierchen holen? Das nimmt ja alles. Wir wollen uns ein Bierchen holen. Ich habe Lust, es ist Hallo. Schön hier und ich freue mich auf dem Hurricane zu sein. Ich habe nichts verstanden, aber cool. Hallo! Heißen mehr, sag noch, sag was Schlaues. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Danke. Das war schlau. Ja. Das war das Einzige, was ich schon mal gelehrt habe. Ja? Genau. Genau, apropos OnlyFans, wenn ihr mich abonnieren wollt, macht das gerne unter. Ja, das war ein Witz, also. Kleiner Schniedel 23. Für 10 Euro. Im Jahr oder im Monat? Wieder noch, Tag. Können wir uns mit dem Bier holen und nutze ich weiter über meine. Ist wie weit es weg ist? Danke. Ohne zu Bier. Alter, kommt's schon? Nee, zwei Bags zu fahren. Sieht gut aus. Nee. Läuft das? Abgebrochen, Limit überschritten. Okay, dann ach stimmt, ich habe den Einkauf, Alter. Mach mal. Sind Sie etwa insolvent? Ich bin insolvent, ja. Okay. Jetzt ist es raus. Danke. Jetzt ist es raus, ich bin insolvent gegangen. Okay. Die Bierpreise haben mich einfach in den Ruin getrieben. Also muss ich Peter Zwiegert mal anrufen. Ja, passt. Dankeschön. Danke. Wir behalten es aber noch. Ja, ja. Okay, komm mal weg, wir trinken jetzt ein Bier. Hallo, Sie. Also ich habe Erlaubnis, dass ich nicht filmen darf und die Umgebung. Ja. Aber soll ich mal richtig krass sein? Ja, was willst du krass machen? Ich darf die Künstler nicht filmen, aber ich filme ihn einfach. Soll ich mal machen? Oh mein Gott, bist du sicher? Pass auf, nur ganz kurz. Warte. Hey.
wie ein Polaroid im Regen. Bist du so. Papaya, Papaya, Papaya. Papaya. Manchmal fällt's mal schwer, dann schau ich uns hinterher. Zu Hecken kann ich kaum, war ein Traum, ein Traum. Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Hallo. Schön, danke. Guck mal da. Wer hat sich da dann durchgequetscht? Wer war das? Ich bestimmt nicht. Ich passe da noch nicht durch. Wer hat sich da durchgeschwenkt? Ich doch nicht, Mann. Guck mich da mal an. 2 Meter groß. Ach, Mann. Was machst du denn jetzt hier? Ah, schwierig. Gleichfalls. Dennis oder was? Ja, sicher. Was ist jetzt mit dem... Hat er jemand gefilmt? Was? Hast du immer gefilmt? Foto habe ich gemacht. Ich habe keinen Bock. Ich hab den ganzen Tag, meine Woche besteht nur aus Filmen. Ich habe keinen Bock zu filmen. Der Generator ist angesprochen. Hallo, wir haben heute Freitag. Nee, heute ist Samstag, ne? Das ist Philipp, das ist richtig. Ja, heute ist Samstag, Festivaltag 3. Ich habe einen guten Freund von mir dabei. Der will auch mal kurz ins Internet. Das ist der Wilke. Hi, ich bin der Wilke, ich bin der Kameramann. Eine Rainer Wegner Production. Kannst du den, kannst du eine Slow-Mo machen von dem Grill 2 Stunden? Dass man das sich. Dass man ein Intro. Du meinst es Slow-Mo, du meinst dynamische Aufnahme. Deswegen, ich bin der Kameramann. Genau. Dass du da quasi einen Zeitraffer machst und die einfach 3 Stunden vor dem Grill stellst, das wäre cool. Und das ist dann die Folge vom Samstag, ja? Hä? Das ist dann die Folge vom Samstag. Das ist, genau. Ich mach 20 Minuten Lager, hier Kamin, wie heißt das? Kaminfeuer, Lagerfeuer. Einmal kurz zwischendurch. Eine halbe Stunde Lagerfeuer. Heureka. René! Soll ich jetzt die 20 Stunden stehen? Soll ich jetzt 20 Stunden hier stehen? Also 40 Sekunden reichen, oder? Ja, machst du einfach so langsam, dass es einfach auf 30 Minuten läuft, oder? Guck mal, das sind unsere Nachbarn, hallo. Wir machen jetzt folgendermaßen, wir gehen jetzt mal eben kurz in den Schatten, wie alle. Ich nehme euch mit. Ich hole Eiswürfels mit Z am Ende, das ist ein cooler. Und dann. Und dann? Man merkt, dass es Samstag ist. Ach, die Sonne, ey, das ist echt mega warm. Ich will mich echt nicht beschweren. Also ich bin froh, ey. Normalerweise, also wir hatten die letzten 6-7 Jahre halt immer auf den Hurricane. Sturm, Unwetter, Gewitter, Sturm. Schon gesagt, ne? Also normal Camping und so. Genau. Ich bin froh, dass die Sonne scheint. Wir sind alle fröhlich, alle glücklich. Weil, Leute, die Sonne. Die fickt mein Kopf. Und das Ding ist, ich habe keine Haare mehr auf dem Kopf. Das ist das nächste Problem. Achso, sorry. Ich will mich gar nicht beschweren. Mein Bestling. Wo ist Bitty? Tschüss. Samstagabend, oder? Ja. Wir haben den Sturm überwunden. Wir sind quasi jetzt wieder im Trockenen. Machen wir uns jetzt gerade auf dem Weg zu den Drunkmasters zur White Stage. Und dann? Oh, sorry, da bin ich gerade hinreißen. Genau, dann reißen wir ab und dann tüten wir wieder zum Camp
und uns Nachschub und dann gehen wir wieder zurück und dann gehen wir nochmal 200 oder 300 Meter mit euch und dann nehme ich euch mit. Sehr gut. Du bist da, Alter. Ja, genau. Abschlusswort, ne? Und ich taufe ja, meine Kinder mit Bier. Kein Champagner. Kein Problem. Okay. Das war Samstag. Ist das okay, wenn ich den Generator noch kurz anmache? Halt die Fresse. Das war auf jeden Fall der Festivalabschluss 2023. Und wir haben es jetzt gerade, ich weiß nicht, 9:30, 10 abends. Es ist 3 Uhr morgens. Ja, wir ziehen das ja noch ein bisschen nach hinten. Ach so. Ne, das ist müssen ja, so tun, als ob. Ich werde noch so tun, als ob. Gut, okay, das Licht ist hier gerade Tageslicht. Genau. Boah, die Sonne scheint aber richtig, richtig heiß noch. Kein Champagner. Okay, Leute, das war das Hurricane 2023. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Nee, lass das nochmal machen. Das war voll gut. Ja, super. Das war echt klasse. Weißt du, wie das war? Wie ein Polaroid im Regen. Wie ein Polaroid im Regen. Freunde, das war das Hurricane 2023. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und fairerweise würde ich sagen, warte. Ja, hallo ihr Lieben. Das war's von mir vom Festival. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß an meinen Storys und konntet so auch das Gefühl bekommen, selbst mit dabei gewesen zu sein. Problem ist nur, dass das alles ziemlich teuer war und der Fairness halber wäre es schön, wenn wir alle an einem Strang ziehen und ihr mich dabei finanziell unterstützt. Den PayPal-Me-Link findet ihr unten in der Story. Dankeschön. Gute Nacht. Nacht.